In der letzten Folge haben wir erfahren, dass Fiona schwanger ist. Ob das Baby in dieser Folge kommt, lassen wir uns überraschen. Und ich habe ein paar neue Gebäude platziert. Ich habe einfach etwas in der Galerie gestöbert und bin fündig geworden. Wie zum Beispiel dieses hier. Das ist ein Wohngrundstück. Hier wohnen bereits, ich glaube, 7 Sims. Das hier ist ebenfalls neu. Das ist praktisch unsere neue Bücherei. Dann ist dieses Grundstück neu. Und ich denke, auf diesem Grundstück haben wir sehr viel zu erkunden. Und hier siehst du ein weiteres Wohnhaus. Das ist natürlich auch aus der Galerie. Und hier wohnen auch 6 bis 7 Sims, die ebenfalls aus der Galerie sind. Ich bin sehr gespannt, wann ich die Sims treffe. Wir haben einen abnehmenden Sichelmond, erhöhte Logik und Lesefähigkeit. Ja, vielleicht sollten wir heute einfach ein paar Bücher lesen. Denn wir haben ja einiges gefunden. Ich glaube das ja nicht. Vorbildliches Rudelmitglied. Fiona heult voller Freude, denn sie weiß, dass sie die Werte ihres Rudels einhält. Oh wow, endlich mal ein Lob. Bin gerade mit Fiona wieder etwas am Wühlen, denn unsere Sammlung ist noch nicht komplett. Uns fehlen nach wie vor noch 2 Sammelobjekte. Geschichte von Moonwood Mill, als hätten wir nicht davon schon genug. Vielleicht wäre die Schriftstellerkarriere ja doch was für Fiona. Ach, ich weiß ja nicht. Die hat zwar jetzt viele Bücher, aber irgendwie will ich ja ihre Interessen im Blick behalten. Sie ist stets willkommen, tanzwütig, Insider, gut. Sie war ja früher ein Leitwolf, jetzt möchte sie ein Alpha-Wolf werden. Und vielleicht sollte sie einen höheren Posten haben. Also in der Politikerkarriere sehe ich sie jetzt überhaupt nicht. Aber so in der Chefebene, das spiegelt etwas halt diesen Leitwolf und Alpha-Wolf nieder. Ich bin da noch unschlüssig, aber vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben. Die heutige Post wurde zugestellt, haben wir Montag, Donnerstag. Warum haben wir Post bekommen? Ach, wir haben wieder was zu essen bekommen. Wolfitus. Jetzt isst Fiona das auch natürlich auf, dass es einfach vom Rudel kommt, als kleiner Dank, dass man sich so gut hier mit befasst, dass man den Leuten immer was schenkt und ja, mit ihnen spricht. Und du musst schon wieder auf Klo. Ich glaube das nicht. Du hast heute auch wieder eine schwache Blase. Und vielleicht könnten wir ja Christopher was schenken. Wir könnten ihn herausfordern zum Tauziehen, einfach mal so zu üben. Und schenke ihm einfach ein Basilikum. Dann können wir generell so der Kommune ja was schenken. Haben wir schon wieder eine Müllfrille? Hat das letztens nicht geklappt? Das weiß ich leider nicht mehr. Wolfgang könnten wir ja auch mal was schenken. Denn ich möchte nicht unbedingt, dass wir wieder absteigen oder herabgestuft werden. Denn ja, man muss sich anscheinend intensiver hier mit diesem Rudel beschäftigen. Wir können ihm ja einmal ein Buch schenken. Und Fiona hat mittlerweile auch eine weitere Narbe bekommen. Denn das hat sich ja etwas hingezogen mit dem Kars und Rex Narbe. Und Irina Fein ruft wieder an. Irina Fein hat in der letzten Folge angerufen und wollte Ben Palm etwas näher kennenlernen. Da war ich etwas schockiert. Jetzt ruft sie wieder an. Hallöchen Fiona, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Ben Palm und ich uns wahrscheinlich nicht gut verstehen würden. Sehr gut. Wir könnten ja mal Wolfgang zum Tauziehen herausfordern. Einfach so mal als Übung. Tauziehen als schwangerer Wolf. Also das sieht wirklich witzig aus mit dem Bauch. Oh, sie hat gegen Lilly schon mal verloren. Ich weiß es nicht, aber die Kugel sieht doch schon sehr gewöhnungsbedürftig aus. So, Wolfgang bekommt jetzt auch ein Geschenk von uns. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, in Moonwood Mill an Geld zu kommen. Ich dachte, hier gibt es mehr Pflanzen und mehr Steinchen oder sonst dergleichen. Und ja klar, ich könnte wieder nach Solani reisen, um Ferdinand zu besuchen und dort Muscheln zu suchen. Oder halt nach Evergreen Harbor. Doch, das sind alles verschiedene Packs, habe ich mir so gedacht. Und wenn Fiona halt nach Solani oder sonst wo fährt, dann sollte sie sich schon für eine kurze Zeit ein Haus mieten oder dergleichen. Denn ich möchte das etwas realistischer halten.
Kieferknochen einer gezähmten Kuhpflanze. Ich glaube das nicht, wir sind aufgestiegen. Oh mein Gott, wir sind endlich aufgestiegen. Wir können natürlich wieder einen Punkt vergeben. Megatempo. Laufe extrem schnell, das hört sich ja richtig cool an. Alpha-Wölfen. Gewinne die meisten Kämpfe und Herausforderungen gegen andere Werwölfe. Dieses kann ich ja nicht holen, dazu bräuchte ich ja das. Unsterbliche Werwölfen. Lebe ewig. Mondheulen. Heule im Mondlicht, um dein Naturell zu verändern. Vermächtnis des Likaners. Tausche Fähigkeitspunkte gegen Zufriedenheitspunkte ein. Ja, das klingt auch interessant, aber wir nehmen Alpha-Wölfen. Und dann werden wir Christopher nochmal herausfordern. Ja, dann würde ich sagen, wir rufen Christopher hier hin. Wir haben 20 Uhr. Das ist doch eine perfekte Zeit, um Alpha-Wolf zu werden, oder? So, Christopher ist schon mal da, nur der ist mal wieder in der Anlage verschwunden. Und natürlich möchten wir ihn herausfordern zum Alpha-Rang. Da bin ich ja sehr gespannt, denn Fiona hat in diesem Tauziehen im Grunde noch keine Übung. Wow, der hat sich ja jetzt schnell verwandelt. Oh nein, Fiona hat schon wieder verloren. Aber immerhin ist sie selbstsicher. Und Ilka braucht etwas Aufmerksamkeit. Wir werden sie mal hier kurz bürsten. Ich denke, wir müssen einfach auch hier im Rang etwas aufsteigen, damit wir Alpha-Werwolf werden können. Also für diese Uhrzeit ist Fiona noch sehr fit. Ich werde jetzt einfach mal mir das neue Grundstück anschauen. Hier siehst du mein neues Moonwood-Mill. Und so wie es aussieht, haben wir heute Ritternacht. Also hier ist schon mal diese altbekannte Bar. Das Grundstück sieht wirklich mega aus. Also es wurde hier in jeder Ecke was gemacht. Dann haben wir hier diese Leinwand von kleine Camper. Ein Lagerfeuer. Man kann hier sehr viel einpflanzen. Ja, und wenn man solche Grundstücke einfach hat, dann braucht man im Grunde kein eigenes Haus. Hier siehst du den inneren Bereich. Man hat sogar die Möglichkeit hier zu baden. Das ist sehr cool. Und dann gibt es hier noch einen oberen Bereich. Ja, das erinnert mich hier an ein Café. Also ich denke, Fiona wird hier nicht langweilig. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier keine Tanzfläche gesehen. Was ich für Fiona ziemlich schade finde, denn ja, Tanzen ist so ihre Leidenschaft, aber vielleicht habe ich sie jetzt auch einfach übersehen. Mondblatt essen. Alle Werwolf-Vorteile von Fiona werden zurückgesetzt und ihre Fähigkeitspunkte werden zurückerstattet. Wow. Ja, ihn habe ich aus der Galerie und in den eckigen Klauen siehst du, wer diesen erstellt hat. Also das finde ich ja schon sehr krass. Fiona ist schwanger und kann trainieren. Ich liebe Fitness. Ja, das ist sehr gut, dass Fiona Fitness mag, aber ihre Blase ist wirklich in letzter Zeit sehr schwach. Zum Glück gibt es hier sehr viele Toiletten. Und vielleicht sollte sie einfach hier einen Job suchen. Also es gibt insgesamt drei Sachen, was ich mir für Fiona vorstellen könnte. Vielleicht könnt ihr da mal abstimmen. Aber dieses Business, ich denke, sie möchte dann hoch hinaus, genauso wie dieses Lightwolf oder Alpha-Wölfen. Büropersonal könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, aber auch Freelancerin. Halt, dass sie wirklich selbstständig ist, halt für einen Alpha-Wolf oder halt Lightwolf. Freelancerin könnte ich mir auch sehr gut bei ihr vorstellen. Könnt ihr mal in den Kommentaren mal abstimmen. Ach, das ist ja richtig cool. Das sehe ich ja jetzt erst, dass hier der Baum platziert wurde, sodass ich auch hier einfach der Kommune was schenken könnte. Also Fiona wird jetzt etwas den Dampf ablassen, denn das Biest lockt wieder. Und du sollst natürlich nicht damit aufhören. Denn das Biest lockt, wie gesagt, und man muss sich ja mit den Vorlieben etwas beschäftigen, damit es hier etwas sinkt. Ja, und hier ist auch wieder Manuel Kreuz. Ihn sehen wir ja in letzter Zeit öfter. Lou ist hier und Rachel sind von Mutzimmer, aber sie ist einfach wütend. Einfach wütend. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause, denn Ilka hat Hunger. Und so wie es aussieht, bist du auch krank. Na, eine Tierklinik haben wir leider nicht in Monorhythmel. Dann müssen wir zu der Tierklinik in Brindle Bay. Und hier unterhalten sich einfach ein paar Sims. Und ich glaube, beide sind auch aus der Galerie. Nein, die wurden mir erstellt. Genau, Aaron Blei ist von meiner Mama. Selina ist von Mutzimmer. Und wir möchten nicht spenden. Danke. Ach, und da ist unser kleiner Freund wieder. Ihn hatten wir ja schon bereits in der ersten oder zweiten Folge kennengelernt, aber er mag uns nicht. Er mag uns einfach nicht. Und wir haben mittlerweile Entbindung in Fragezeichen. Diese Kugel, das sieht ja so unnatürlich aus.
Da wir so ein schreckliches Wetter haben, dachte ich, wir fahren mal nach Brindle Bay, um Ilka zu behandeln. Vielleicht finden wir ja hier was zum Graben. Das sieht doch schon mal gut aus. Nee, das ist eine Pflanze. Schau mal, Fiona, hier gibt's Frösche. Und Ilka wird schon direkt behandelt und sie bekommt natürlich die günstige Behandlung, denn alles andere können wir uns nicht leisten. Sehr schön. Ilka wurde behandelt. Und hier ist Cleo Weißhaupt. Das ist der Sim von Lilliput. Wahrscheinlich ist sie hier auch mit ihren Tierchen. Hier siehst du übrigens Rosalie Knautschgesicht. Das ist ein Nachkomme von Agathe Knautschgesicht. Sie wohnt mittlerweile auf Solani im alten Haus von Ferdinand. Throw your palm away. Murph. Bubba. Oh, diese Kugel, ich glaube das ja nicht. Ich denke, sie werden sich hier sehr gut bestehen, wenn man halt den Kontakt pflegt. Aber mit diesen Klamotten passt sie jetzt nicht wirklich hier rein, aber ich find's trotzdem witzig. Dann benutzt mal hier nochmal die Toilette. Und dann können wir schon bereits nach Hause, denn du fühlst dich aktuell nicht so gut. Und wir sind gerade in Monorotmüll wieder gelandet. Ilka braucht eindeutig ein Bad. In der Zeit verkaufe ich mal alles, was Fiona gefunden hat. Es sind einige Zeitkapseln da, die werden wir natürlich beide öffnen. Klamm, heimlicher Stapel, das sieht ja interessant aus und das ist jede Menge wert. Ja, und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Das Kind oder die Kinder lassen leider auf sich warten. Es steht dort immer noch Entbindung in Fragezeichen. Aber wir haben jetzt so viel erlebt. Ich habe dir jetzt die Gebäude gezeigt, die ich neu platziert habe. Ein paar Sims haben wir auch neu kennengelernt. Ich freue mich über dein Feedback und sei gespannt, ob es Männlein oder Weiblein wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!